Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, und heute wird es richtig gruselig. Wir verbrennen nämlich eine geheime Game Master Voodoo-Puppe, um Vogelfrau zu retten, und wir zerstören natürlich wie immer die Maske von XOXO. Und dazu haben wir auch wieder viele coole Tränke aufgebaut, oh mein Gott, und die mischen wir auch mit welchen, die wir zufällig an unserem Halloween-Glücksrad auswählen. Und wenn das Ganze dann auf Voodoo landet, dann holen wir die Voodoo-Puppe und verbrennen sie. Aber wir sind heute wie immer nicht alleine, hier mit dabei ist auch noch Vogelmann. Was geht ab, Freunde? Heute wird es eine mega gruselige Halloween-Folge. Oh mein Gott, ja, wie krass. Und hinter uns ist einfach auch eine Riesenspinne an der Wand. Oh mein Gott, die sieht so gruselig aus. Ja, aber was ist das für ein Knopf? Hey, dieser Knopf hier. Oh mein Gott, wenn wir den drücken, passiert bestimmt irgendwas richtig, richtig krasses. Aber wir brauchen 10.000 Likes, um ihn zu drücken. Deswegen gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben, Freunde. Bei 10.000 Likes drücken wir diesen Knopf. Abonniert jetzt auch mal kostenlos diesen Kanal. Aber mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, let's go! Okay, Freunde, alle Tränke sind schon aufgebaut und die sehen heute wirklich richtig krass aus. Das Ding ist, wir haben noch keine Voodoo-Puppe. Und wir brauchen ja auf jeden Fall eine Game Master Voodoo-Puppe. Und die verbrennen wir dann, wenn das Ganze auf Voodoo landet. Und ich habe eigentlich auch schon eine Idee, wie wir die bekommen. Du auch, Vogelmann? Na klar, natürlich mit dem Augentrank. Hä, wie mit dem Augentrank? Damit können wir doch keine Voodoo-Puppe machen. Lass uns doch lieber den Voodoo-Trank nehmen. Oh mein Gott, der sieht so krass aus. Ja, und hier ist sogar so ein Hexenhut obendrauf. Ja, dann lass uns jetzt direkt mal das Glücksrad drehen. Und das ist heute auch kein normales, das ist nämlich das Halloween-Glücksrad. Und an dem sind extra gruselige Tränke dran. Oh mein Gott, das wird so krass. Dann lass uns jetzt direkt mal drehen in 3, 2, 1 und let's go. Und oh mein Gott, es dreht sich. Und oh mein Gott, es ist stehen geblieben auf Halloween. Wow, wir haben eigentlich direkt einer der krassesten Tränke gezogen. Einfach den Halloween-Trank am Halloween-Glücksrad. Dann würde ich sagen, lass uns beide Tränke direkt mal mischen. Einfach eine Voodoo-Halloween Puppe. Dann lass uns mal anfangen mit dem Voodoo-Trank, okay? Hier direkt ein bisschen was in den Hexenkessel rein. Oh mein Gott, hier sind auch solche Spinnen da drauf. Ist ja mega eklig, Freunde. Habt ihr auch so Angst vor Spinnen? Schreibt's mal in die Kommentare und gebt einen fetten Daumen nach oben. Aber gut, jetzt noch den Halloween-Trank. Auf und rein damit in unseren Hexenkessel. So, das sollte passen. Und weißt du, was jetzt kommt, Vogelmann? Ja, natürlich. Rühr-Trank umrühren. Ganz genau, Vogelmann. Dann würde ich sagen, rühr direkt mal um. Oh mein Gott, wie krass das einfach da raus auch. Das sieht ja so krank aus. Ja, so ist fertig. Und jetzt schöpfen wir den ganzen Trank einfach nur noch mit unserem Schöpfer raus. So, und rein damit. Und oh mein Gott. Schaut mal, wie blau der Trank irgendwie ist. Sieht ja richtig nach Halloween aus, Freunde. Das Ding ist, einer von uns muss den ja jetzt trinken. Einer muss sich ja in die Voodoo-Puppe verwandeln. Willst du das machen, Vogelmann? Nein, nein, nein. Okay, aber ich will den eigentlich auch nicht trinken. Aber warte mal. Wir haben ja immer noch XOXO und die Maske liegt einfach hier. Das heißt, wir verwandeln einfach die Maske in die Voodoo-Puppe. Das ist perfekt, Vogelmann. Aber dann wird es doch eine XOXO Voodoo-Puppe und keine vom Game Master. Ja, da hast du recht, Vogelmann. Und deswegen habe ich auch noch eine originale Game Master-Maske mitgebracht. Die müssen wir der XOXO-Maske aufziehen und dann wird es eine Game Master Voodoo-Puppe. Okay, dann würde ich sagen, schütten wir den Trank direkt mal drüber. In 3, 2, 1 und let's go. Über die Maske. Wow, wie krass das aussieht. Okay, aber das sollte reichen. Jetzt sollte sie sich schon in die Voodoo-Puppe verwandeln. Beziehungsweise in eine Halloween-Voodoo-Puppe, was es auch immer heißen soll, Freunde. Aber oh mein Gott, die Maske hat sich ja wirklich schon verwandelt in eine Game-Master-Voodoo-Puppe. Und oh mein Gott, hier ist auch so eine Spinne obendrauf. Vielleicht deswegen Halloween oder so, aber okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Game-Master-Voodoo-Puppe, die wir dann nur noch anzünden müssen, wenn wir das Ganze am Glücksrad drehen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt auch direkt mal weiter mit dem nächsten Trank. Bist du bereit, Vogelmann? Nein, jetzt den Knopf drücken. Oh mein Gott, auf diesen Knopf hier, das können wir aber noch nicht. Dazu bräuchten wir 10.000 Likes und die haben wir leider noch nicht erreicht. Ja, okay, dann alle jetzt einen Daumen hoch. Ja, alle mal liken, Freunde. Aber gut, dann lass uns jetzt direkt mit dem nächsten Trank weitermachen. Wir haben ja noch ein paar. Und davon nehmen wir jetzt am besten mal den Katzentrank, oder, Vogelmann? Nein, lass uns lieber den krassen Augentrank nehmen. Den Augentrank? Oh mein Gott, den wolltest du am Anfang ja schon. Dann würde ich sagen, lass ihn uns dann jetzt einmal nehmen. Der sieht auch einfach so krass aus. Was soll das hier oben eigentlich sein? Wie so ein Lolli oder so. Ha, nee, er schmeckt aber leider nicht so. Aber gut, dann lass uns direkt nochmal das Glücksrad drehen. Und vielleicht drehen wir jetzt direkt schon das Voodoo-Puppending. Und ihr wisst, was dann kommt. Dann verbrennen wir einfach die
Game Master Voodoo Puppe. Ich bin so gespannt, Freunde. Aber gut, dann lass uns keine Zeit verlieren und direkt mal am Glücksrad drehen. Let's go. Und oh mein Gott, es dreht sich wieder. Und es landet auf extrem viel. Was hat das denn zu bedeuten? Extrem viele Augen oder so? Das hört sich ja mega komisch an, Freunde. Aber gut, lass es uns direkt mal in unseren Hexenkessel schütten. So, Lolly raus und direkt diesen Trank hier in den Hexenkessel. Das ist einfach der Augentrank. So. Und jetzt noch den extrem viel Trank dazu. So, okay, das sollte passen. Dann müssen wir jetzt nur noch ganz schön Rüri Rüri machen. Okay, Deckel direkt auf und Rüri Rüri. Und wenn das Ganze erledigt ist, dann können wir es direkt mit unserem Schöpfer rausschöpfen. So. Wow, was ist einfach für ein grüner Trank geworden ist. War das nicht irgendwie ein roter davor? Ist ja mega komisch, aber okay, der wird uns irgendwie extrem viele Augen verschaffen oder so. Und es klingt ja schon mal mega komisch. Willst du den trinken, Vogelmann? Nein, dann habe ich so viele Augen wie eine Spinne. Ich habe Angst davor. Oh mein Gott, okay, okay. Das Ding ist, über die Voodoo-Puppe können wir es auch nicht schütten. Die wollen wir ja nachher anzünden. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit und die ist, dass ich den Trank trinke. Okay, dann würde ich sagen, trinke ich den Trank in 3, 2, 1 und runter damit, Freunde. Schmeckt's, Doktor? Boah, ist der eklig. Der hat irgendwie nach Spinnen geschmeckt. Oh mein Gott, ja, das sieht so aus, als ob ich gepinkelt hätte. Aber eigentlich ist nur der Trank über mich gelaufen. Wie witzig. Das sieht so aus, als hättest du dir in die Hose gemacht, aber... Ich bin das Augenmonster. Ah, Hilfe, Hilfe, Doktor. It's a prank, Vogelmann. Ich bin natürlich gar kein Monster, aber es stimmt. Ich habe ja ganz viele Augen im Gesicht. Oh mein Gott, wie eklig. Das Ding ist, ich sehe mit denen gar nichts, aber das ist ja mega der gruselige Trank. So creepy, Freunde. Genauso wie diese Klingel, die wir hoffentlich bald drücken können, wenn ihr die 10.000 Likes erreicht. Weil da muss ja was so krasses passieren, dass wir erst die 10.000 Likes schaffen müssen, um sie dann zu drücken. Ja, etwas Gruseligeres als diese Spinne hier. Oh mein Gott, ja. Du bist ja wieder normal, doch. Oh mein Gott, ja, Vogelmann, stimmt. Ich habe ja gar keine vielen Augen mehr. Das heißt, wir können direkt weitermachen mit dem nächsten Trank oder mit der Voodoo-Puppe anzünden. Das entscheidet ja gleich das Glücksrad. Das Ding ist, vorher müssen wir noch einen der Zaubertränke auswählen. Und den nächsten müsstest ja eigentlich du trinken, Vogelmann. Und da habe ich mir was ganz Cooles überlegt. Unter diesen Tränken ist nämlich auch noch ein Katzentrank. Oh mein Gott, hier ist sogar eine Katze obendrauf. Und wenn man den trinkt, wird man einfach zu einer Katze. Und wenn du den trinken musst, wirst du dann zu einer Katze. Vögel und Katzen lieben sich ja, Vogelmann, habe ich gehört. Aber gut, lass uns direkt mal das Glücksrad drehen. Seid ihr bereit, Freunde? Du auch, Vogelmann? Ja. Okay, dann lass uns direkt mal losdrehen und go. Oh mein Gott, das entscheidet jetzt einfach, was du trinken musst. Und es ist einfach auf Mensch gelandet. Aber warte mal, da stimmt irgendwas nicht. Katze, Mensch, Katze. Hä, wie funktioniert das? Haben wir dann irgendwie einen Katzenmensch? Das klingt ja mega komisch. Aber gut, lass uns die Tränke direkt mal in unserem Hexenkessel mischen. Ja, aber ich will mischen. Ja, okay, dann mach du das, Vogelmann, okay? Ab mit dem Katzentrank in den Hexenkessel. Und go rein damit mit dem Katzentrank in den Hexenkessel, Vogelmann. Menschtrank. Ja, und jetzt noch den Menschentrank. Der sieht einfach so krank aus in so einem komischen Fläschchen. So, und rein mit diesem Trank. Oh mein Gott, da kam gar nicht viel raus, aber das war irgendwie weiß. Mega komisch. Okay, dann lass mich jetzt direkt mal rühren. Ich habe irgendwie voll Bock zu rühren, okay? Rühre, rühre, rühre. Lass uns rühren, das macht so Spaß. Ist gut, doch. Okay, okay, ja, du hast recht, beschäftigt. Wir ihn direkt mal raus. So, hier ist unser Behälter und damit holen wir das Ganze raus. Und hier ist unser Trank, einfach ein Menschen-Katzentrank. Und den musst du jetzt trinken, Vogelmann. Dann haben wir eigentlich eine Mischung aus Mensch, Katze und Vogel. Okay, ich bin so gespannt, wie das gleich aussehen wird. Dann let's go. Ja, trink ihn direkt mal. Oh mein Gott, lass es dir schmecken, Vogelmann. Aber nicht so viel, nicht so viel. Du hast ja mega viel von diesem Katzentrank getrunken. Oh mein Gott. Nicht, dass du da noch so eine mega Katze wirst. Warte mal, Vogelmann. Ja, oh mein Gott, Vogelmann ist einfach eine Katze geworden. Schaut ihn euch an. Er hat einfach so Schnurrhaare von einer Katze, ein Vogelgesicht und einen Menschenkörper. Und trotzdem macht er irgendwie Katzengeräusche, wie witzig. Aber Vogelmann, was machst du da? Du reibst dich doch jetzt gerade nicht an meinem Bein wie so eine Katze. Bleib weg, bleib weg. Vogelmann, warte mal, du hast dich schon wieder zurückverwandelt. Ja, und wir haben fast die Likes. Oh mein Gott, wir haben fast die 10.000 Likes. Dann macht ihr es jetzt direkt nochmal voll. Gebt einen Like auf dieses Video und wir drücken diesen Knopf. Das Ding ist, bis der eine von euch den einen Like gegeben hat, probieren wir nochmal einen anderen Trank aus. Und jetzt können wir uns noch zwischen dem Geist oder dem Prank-Sommertrank entscheiden. Und was soll eigentlich ein Prank-Sommertrank sein? Das ist die Sommeredition davon. Ich meine, einen Prank-Trank hatten wir schon mal, aber noch nie einen Prank-Sommertrank. Dann lass uns den doch direkt nehmen, oder?
oder? Ja, los. Okay, dann lass uns direkt das Glücksrad drehen. Let's go. Und oh mein Gott, jetzt wird der Trank ausgewählt, mit dem wir den hier mischen müssen. Nicht, dass der Prank-Sommertrank eigentlich an sich schon krass genug wäre, aber oh mein Gott, ist auf Abonnieren gelandet. Das heißt, abonniert jetzt einmal kostenlos diesen Kanal, erst dann können wir weiterdrehen. Beziehungsweise wir drehen jetzt direkt nochmal weiter und ihr macht es in der Zwischenzeit, Freunde. Okay, wir drehen in 3, 2, 1, let's go. Und oh mein Gott, jetzt entscheidet sich hoffentlich final der Trank. Und oh mein Gott, ist doch verrückt gelandet. Ein verrückter Prank-Sommertrank, das ist ja perfekt. Dann lass uns beide mal im Hexenkessel vermischen. Oh mein Gott, wie krass der auch schon wieder raucht. Wir müssen ihm den Trank jetzt geben. Dann fangen wir jetzt direkt mal an mit dem Prank-Sommertrank und schütten ihn hier rein. Und jetzt machen wir direkt noch den anderen Trank dazu. Das ist nämlich der Verrückt-Trank. Und rein damit. Perfekt. Dann jetzt noch einmal Rühri-Rühri machen. Okay, das reicht, Doktor. Ja, ist gut, es reicht. Und jetzt holen wir den Trank direkt raus. Und let's go. Okay, hier ist der Trank. Das Ding ist, was liegt da drin, Freunde? Wie geht das? Sieht so aus, als ob da irgendwie zwei Spinnen drin liegen würden. Das Ding ist, einer von uns muss den jetzt trinken mit den Spinnen. Ich auf keinen Fall. Ich hasse Spinnen. Ja, okay, ich weiß, dass du Angst vor Spinnen hast. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch eine Wahl, nämlich, dass ich den trinke. Da hast du recht, Vogelmann. Und danach drücken wir direkt diesen mysteriösen Knopf, weil wir jetzt die 10.000 Likes erreicht haben, Freunde. Dann würde ich sagen, trinken wir ihn direkt mal. Ich geht mit diesen zwei Spinnen. Let's go. Igitt, Mann. Ich muss die Spinnen ja auch mit essen. Es ist ekelig. Ja, aber ich musste das tun, Vogelmann. Hoffentlich verwandle ich mich jetzt gleich. Und ich merke auch schon den Sommer-Vibe. Ja, stimmt. Es ist mega sommerlich. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ja, ja, Sommer, 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 Sommer. Oh nein, Freunde. Doktor dreht ja gerade völlig durch. Aber irgendwie ist es mega lustig. Doktor, eine Sonne. Oh mein Gott, Doktor, was passiert da gerade mit dir? Oh, Vogelmann, oh mein Gott, was ist denn gerade passiert? Irgendwie war ich mega in dieser Sommerstimmung, aber naja, egal, wir haben ja jetzt diesen Knopf hier zu drücken. Und das können wir nur wegen euch machen, weil ihr, die Dr. Light Crew, die 10.000 Likes erreicht hat. Okay, dann drücken wir ihn direkt mal. Und oh mein Gott, ich bin wirklich so gespannt, was dann passiert. Aber okay, wir drücken ihn in 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, da ist einfach so ein Auge aufgegangen, das uns jetzt gerade anschaut. Ist ja mega gruselig und jetzt ist es wieder zu. Aber gut, wir müssen jetzt endlich dazu kommen, die Game Master Voodoo Halloween Puppe zu zerstören. Und das können wir nur, wenn wir die auf dem Glücksrad hier gleich drehen. Hier auf Voodoo. Und wir haben auch wirklich nur noch einen Trank übrig und das ist der Geistertrank. Oh mein Gott, den hatten wir doch schon mal. Aber gut, dann lass uns jetzt direkt mal das Glücksrad ein letztes Mal drehen, hoffentlich. Und hoffentlich landet es auch direkt auf Voodoo. Aber gut, wir drehen es in 3, 2, 1, let's go. Und oh mein Gott, es dreht sich. Und oh mein Gott, ja, es ist auf Voodoo gelandet. Das bedeutet, jetzt zerstören wir endgültig die Voodoo-Puppe von Game Master. Oh mein Gott, hier liegt sie einfach nur. Neben unserer komischen Türklinge. Oh mein Gott, aber okay. Darum soll es ja heute nicht gehen. Heute geht es um das Feuer. Und damit verbrennen wir jetzt die Voodoo-Puppe. Die liegt hier jetzt auch schon in so einer Feuerschale. Okay, dann würde ich sagen, zünden wir sie an in 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott.